Hallo? Guten Tag. Also, sehr schön, dass so viele Leute gekommen sind und sich dafür interessieren, was ich hier in Kleinmünchweiler mache. Ich mache das ja schon länger in Kleinmünchweiler, aber ich mache das immer in meinem Wohnhaus und das wurde so Unmengen viel an platzraubenden Aktivitäten, dass es einfach notwendig war, eine andere Lösung zu finden. Und die Schaufenster sind toll. Ich kann was zeigen, ich kann meine Bilder zeigen, ich kann was von mir zeigen. Ich werde hier keine Öffnungszeiten haben, also ich bin kein Laden. Das ist ein Atelier, wo ich arbeiten will. Und wenn ich da bin, ist offen, da kann man gerne reinkommen, quatschen, einen Sekt trinken, einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken. Man kann sich natürlich auch nebenher die Bilder noch anschauen und wenn jemand Interesse an einem Bild hat, kann er es entweder fragen, ob er es geschenkt kriegt, aber ich verkaufe es auch ganz gerne. Ich will nicht so viel reden, weil ich habe einen guten Redner gefunden, der hat schon bei anderen Ausstellungen geredet, viel besser wie ich. Aber ein paar Sachen würde ich gerne sagen, und zwar... Ich bin ja eigentlich Psychologe, ne? Und die Psychologen hatten ganz früher, nochmal zurückgehend auf Freud, ja schon irgendwie immer was mit Kunst zu tun. Das waren so diese Rohrschachbilder, Tintenkleckse. Ich habe jetzt keine Tintenkleckse bei mir in der Ausstellung, weil, wie gesagt, eher im psychologischen Bereich. Von der Psychologie hat man andererseits manchmal eher so diese Idee im Kopf, ich habe irgendwie ein Problem und ich suche eine Lösung. Ja, sehr straight. Aber so ist es oft nicht. Meistens ist es so, ich habe ein Problem und habe sehr viele Wege. Und vielleicht auch mehrere Lösungen, die vielleicht auch gleichwertig sind. Vom Malen her gibt es so verschiedene, sagen wir mal, Pädagogen. Arno Stern hat zum Beispiel auch gesagt, jeder hat seine eigene Spur im Leben und seine eigene Spur auch beim Malen. Und ich würde euch gerne noch ein Bild zeigen, was ich gerade diese Woche zur Verabschiedung von einem Kind bekommen habe, das jetzt in die Schule startet. Ich habe den Jungen gefragt und habe seine Mutter gefragt, ob ich das Bild zeigen darf. Ich werde jetzt natürlich nicht den Namen sagen, aber er hat mir noch ein Bild zum Abschied gemalt. Das hat mich richtig berührt. Und eigentlich ist das ja meine Hauptarbeit. Ne? Und das, was man hier so sieht, ist Runterkommen, Entspannung, eine andere Art, vielleicht bestimmte Sachen zu sehen, kreativ zu sein, Perspektiven zu wechseln, Wandlungen im Leben zu verarbeiten. Jeder, der heute da ist, darf sich zum Schluss so ein Giveaway mitnehmen. Die liegen hinten bei den roten Sesseln in so einer Schale. Das sind ganz viele chaotische Linien jetzt eher drauf. Eine Sache wollte ich noch sagen, ich will das Atelier, die Galerie nicht nur für mich selbst nutzen. Ich habe den einen oder anderen Bekannten, den ich einladen möchte, hier bei mir mit auszustellen. Einer der Bekannten ist heute hier, der steht hinten beim Sekt, das ist der Frédéric Cartier. Er wohnt in Toul in Frankreich und er malt ganz anders wie ich, ist Kunstlehrer und Archäologe und wird dann aber erst 2025 mit ein paar Bildern und Werken hier anreisen und dann würde man was gemeinsam machen. Und ein anderer ist ein gebürtiger Kleinmünchweiler, der sogar im Nachbarhaus wohnt, der Thomas Kessler. Der wohnt jetzt allerdings in der Schweiz und der will auch mit seinen Schweizer Werken anreisen.
Termin haben wir noch nicht abgestimmt, aber auch er ist dann gerne gesehen, wo wir dann versuchen, irgendwas gemeinsam zu machen. Ich plane immer mal wieder eine Vernissage zu machen, das heißt, wo ich dann wieder Einladungen verschicke, also wenn ich noch keine E-Mail-Adresse habe und wenn ihr mir gerne eure E-Mail oder WhatsApp-Verbindung geben würdet, dann seid ihr auch wieder eingeladen. Vergessen habe ich natürlich, die wichtigen Leute zu begrüßen. Also für mich seid ihr ja alle die wichtigen Leute. Insofern will ich jetzt keinen herausheben. Das kann vielleicht der Fred, wenn er jemanden kennt oder sowas, nochmal machen. Und ja, ich übergebe an die musikalische Gestaltung des Abends, dass die Sophie Feuchtmann. War ganz toll, weil sie wohnt ja gerade nebenan. Und sie hat schon ganz früh mitgekriegt, wenn hier irgendwie das Auto vorfährt, ich da drin werkle oder so. Und ja, sie wird zunächst mal auf dem Cello spielen. Nachher, nach der Rede vom Fred, Dr. Fred Konrad, hier hinten, wird dann direkt anschließend nachher reden und anschließend kommt nochmal die Sophie mit Gesang. Okay, jetzt keine Fragen zu der Rede, wenn noch was unklar ist, nachher trennen oder so. Vielen Dank. So, das erste Stück, das ich spiele, das heißt Blue Green Valleys. Und das ist, die beiden Stücke sind aus einem Buch, das ist von einem bekannten Cello-Lehrer von mir, dem Richard Percival. Und er hat einfach ein paar schöne Kompositionen für zwei Celli gespielt. Wie vielleicht auffällt, ich bin heute alleine. Deswegen muss ich immer mal wieder kurz auf dem Handy rumtippen, weil ich mir da eine zweite Stimme eingespielt hatte. Thank you.
Ja. Gehört mich. Ja. Das sehe ich an der Reaktion. Ja, vielen Dank, lieber Ralf, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass man mich als Redner angekündigt hat, weil ich so gut reden kann. Meistens gab es ja einen vorgegebenen Inhalt, wenn ich eine Rede zu halten hatte. Aber ich muss ja tatsächlich sagen, ich rede gerne und ich habe mit einigen von euch zusammengearbeitet. Ich rede auch viel und es gibt Menschen, wie die Esther zum Beispiel, die behaupten, dass wenn ich was getrunken habe, ich gar nicht mehr aufhöre. Deshalb im richtigen Moment vielleicht unterbrechen. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgenommen als der Pfarrer. Der darf ja über alles reden, nur nicht über 5 Minuten. Ja, lieber Ralf, ich soll ein paar Worte dazu sagen, was du jetzt hier als Projekt angegangen hast. Da bist du. Was du als Projekt angegangen hast und du hast gesagt, es ist dir wichtig, dass es in der Gemeinde ist, in der du lebst, in der du aufgewachsen bist. Und dass du hier etwas schaffen willst, was nicht nur für dich einen Raum gibt, sondern was zugänglich ist für alle. Und das geht ja auch weit über das Betrachten und über das Zeigen von Kunst hinaus. Und es geht auch über das hinaus, was sonst dein Kunstanspruch ist, nämlich Kunst zu vermitteln und Handwerk zu vermitteln. Es geht also viel weiter als die Kunstpädagogik, die du studiert hast. Wenn ich zuerst ein paar Worte zum Wesen von Kunst bitte. Kunsttherapie. Also du hast mir gesagt, du machst ein Kunstpädagogikprojekt in der AFA. Ne? Wenn ich jetzt was zum Wesen von Kunst sage, habe ich natürlich viel weniger Ahnung als der Ralf und viele von euch. Und den einen wird es wahrscheinlich dann platt und einfach vorkommen und anderen, die vielleicht seltener Gedanken über Kunst machen, wird es dann vielleicht zu hochgestochen vorkommen. So kann sich jeder aussuchen, woran er Kritik findet. Also versuche ich mich schon mal dafür zu entschuldigen und etwas zu sagen zum Wesen von Kunst in Zeit und in Räumen. Und um die Räume geht es ja heute auch. Beispielsweise ist die Kunstform, die mein persönliches Leben prägt, ist die Musik. Und der Musik sagt man nach, dass sie ja nur in der Gegenwart tatsächlich existent ist und dass sie nur durch die Bewegung, durch die Zeit überhaupt für uns wahrnehmbar wird. Da gab es schon große Denker, die in verschwurbelten Sätzen darüber sinniert haben, dass die immer nur in der Zeit entsteht, während die bildenden Künste ja zeitlose Werke schaffen können. Musik vergehe im selben Moment, wo sie entsteht. Das hat sich aber, das wissen wir alle und so leben wir heute, von beiden Seiten aufgelöst. Musik kann heute immer und überall gehört werden. Sie kann mitgenommen werden, sie kann jederzeit reproduziert werden. Und Kunstwerke haben sich Bewegung und das in der Zeit sein angeeignet, im Film, in der Aktionskunst, in Happenings, in digitaler Kunst und haben sich ganz von dem Statischen gelöst. Kunstformen sind also nicht mehr zu trennen, sondern haben sich vereint. Ihre Anlässe sind aber auch heute nicht mehr nur besondere, wie in früheren Jahrhunderten, zum Beispiel die religiöse Kunst oder die Kunst für Leute und von Leuten, die sich das leisten konnten als Begüterte. Kunstformen beschränken sich auch nicht mehr auf Ausstellungen, Museen, besondere Räume, Konzertsäle oder Ähnliches. Sie überschreiten die Grenzen zwischen Schwingung und Materie, zwischen Tönen und Materialien. Herausgehobene Werke begegnen uns heute an Fassaden in der Werbung und überall in unserem Alltag. Und das Nicht-Alltägliche an der Kunst geht verloren. Wir können uns also freuen, immer und überall Kunst zu begegnen und in immer mehr Formen, aber uns fehlt ja die Zeit, uns tatsächlich damit auseinanderzusetzen und uns darüber Gedanken zu machen. Und deswegen habe ich eines der alltäglichsten Werke mir überlegt, das jeder von uns kennt, das ich persönlich als genial empfinde. Und dieses Werk heißt Swoosh. Der Swoosh ist jedem von Ihnen bekannt, aber wahrscheinlich nicht mit seinem Namen. Er wurde 1971 von der Grafikdesign-Studentin Carolyn Davidson entworfen und später von Nike als Logo eingeführt. Anfangs noch mit dem Schriftzug Nike ist es heute so, dass jeder den Swoosh kennt, aber nicht jeder Nike trägt.
Das kennt jeder und das begegnet uns überall. So ist Kunst in den Alltag gegangen. Übrigens zu diesem Swoosh. Nike hat $35 dafür bezahlt und hat am Schluss dann, aber als sie dann weltbekannt waren, doch noch 500 Aktien draufgelegt. Aber sie haben mit dem Logo deutlich mehr verdient. Darüber hinaus ist aber dieser Swoosh in der Grafik- und Designbranche zu einem Begriff geworden, der für alles steht, was Formen hat, was Linien zeigt und was diesem ursprünglichen Design auch ähneln könnte. Geometrische Figuren wie Kreise und Ähnliches. Und jetzt habe ich Huddeln mit dem Wind, aber ich bin gleich soweit. Sicher geht es vielen von euch wie mir, dass das ein wirkliches Kunstwerk ist in seiner Einfachheit und trotzdem begegnet es uns in den unterschiedlichen Räumen und viele treten drauf. Nun gibt es aber Werke, die für ihren Alltag, die nicht von ihren Erschaffenen für den Alltag gedacht sind, deren Ziel es ist, unabhängig vom Hörenden oder Betrachtenden etwas auszudrücken, und wieder andere, die darauf aus sind, betrachtet, angehört, angefühlt und wahrgenommen zu werden. Und diese Kunst, die verlangt von uns dann wieder Zeit und Raum. Und wir sind uns sicher einig, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft werden dem zustimmen. Wir haben zu wenig Zeit. Zeit für die Begegnung mit uns selbst. Wir haben zu wenig Zeit für die Begegnung mit anderen. Und wir haben zu wenig Zeit für die Begegnung mit Kunst. Lieber Ralf, du hast jetzt hier in Lahn Münchweiler einen Raum geschaffen. Und wir sind heute hier, weil wir bereit sind, uns die Zeit zu nehmen für dich, für deinen Raum und uns den Raum anzusehen, in dem wir in Ruhe betrachten können, wofür wir uns Zeit nehmen sollten. Zu dieser Betrachtung noch ein paar fundiertere, nämlich fremde Anweisungen. Die Pädagogische Hochschule in Bern, die hat mal zusammengeschrieben, was man alles tun muss, wenn man einem Kunstwerk begegnet und was so die Aufgaben des Betrachters sind. Und das gebe ich euch jetzt mal mit, danach wird es aber weniger ernst. Der erste Eindruck, wie wirkt das Kunstwerk auf mich, was fällt besonders auf, welche Stimmung wird transportiert, welche Assoziationen fallen mir dazu ein? Dann kommt das Faktenwissen. Künstler, Erscheinungsdatum, die Technik der Herstellung, das Material, der Standort, die Größe, die Gattung. Dann die Frage, wie ist das Objekt gestaltet, aus welchen Elementen setzt sich das Werk zusammen, wie stehen die einzelnen Elemente zueinander, wie sind die Proportionen, wie groß ist es, wie voluminös, wie gerundet, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit, die Farbigkeit, die Größenwirkung, die Positionierung, die Wirkung nach außen, die Komposition, wie ist die Umgebung, die Interpretation. Was könnte der Künstler oder die Künstlerin mit diesem Kunstwerk aussagen wollen? Und warum hat der Künstler es gerade an diesem Standort ausgestellt? Gibt es gesellschaftliche oder historische Zusammenhänge? Und wie kann das Werk kunsthistorisch eingeordnet werden? So könnten wir den Werken von Ralf, jetzt wird es kritisch, ja, die brauche ich nicht mehr. Ich hab's nicht. Ja, also eine frühere Ausstellung hat der Ralf mit Emotion oder E-Motion, Prozess und Ausdruck benannt. Danke. Für uns ist diese Emotion sinngleich mit Gefühl, aber sie besagt auch etwas anderes. Im Französischen steht l'émotion zum Beispiel das für das, was sich von innen nach außen bewegt. Also das, was wir an uns selbst oder was andere an uns wahrnehmen. Und dieses von innen nach außen bewegen ist ja mehr als der statische Zustand und geht darüber hinaus, sondern es besagt auch eine Bewegung, die sich in uns abspielt. Kunst, die Veränderung in sich trägt, die sich vom Statischen, von der bildenden Kunst löst,
Und auch der Gedanke, dass jede Begegnung mit dem Kunstwerk wiederum etwas anderes in uns auslösen kann, neue Aspekte hinzukommen, auch ohne Kunstverstand und ohne die genannte Checkliste. Jede Begegnung lässt also neue Aspekte zu. Und jetzt denken wir nochmal an den Swoosh, den ich eben genannt habe. Und jeder von Ihnen, der dieses Nike-Logo kennt, hat ja eine Vorstellung davon. Und ich wette, dass in jedem von Ihnen jetzt überlegt wird, wie war denn diese Bewegung, dieses Werk? Und in jedem von uns wird eine andere Farbe, eine etwas andere Form und eine etwas andere Schwingung sein. Und der eine wird sie schön finden, der andere weniger. So bewegen wir bisweilen auch ganz unbewusst in unserem Innern ein Werk, das mit jeder neuen Bewegung auch wieder anders ist. In dieser Weise manifestiert sich das Zeitliche auch in der bildenden Kunst. Bei der Musik ist uns das vertraut. Das Wesen des Zeitlichen ist viel bewusster als bei den bildenden Künsten. So kann sich die Musik wie die Sprache und im Übertragenen auch die bildende Kunst in der Zeit realisieren und dadurch durch die Folge von Ereignissen die Form erlangen. Ganz besonders ist das bei der solistischen Kunst, die wir heute hören, bei Sophie Feuchtner, denn solistische Musik ist wie die Sprache auf die Zeit angewiesen. Sie kann die Töne, die nebeneinander sind, nicht nutzen, sondern sie nutzt die Töne, die hintereinander kommen. Und für uns heute hier interpretiert von Sophie. Ralf hat mir auch in einer früheren Ausstellung berichtet, dass er Werke ausstellt, die er im Dialog entstehen lässt. Er lässt sich auf seine Bilder ein, er macht sie nie fertig, hat er gesagt. Er nimmt also die Bilder, die er bereits einmal als Werk erstellt hat, auch wieder als Grundlage, um wieder etwas anderes daraus entstehen zu lassen. Das macht offen für die Bewegung und für die Veränderung, die seine Werke verlangen und die in ihnen bereits vorhanden ist. Auch aktuell hat er Werke in seinen neuen Räumen, die schon viele Male erneut bearbeitet und wieder anders als zuvor entstanden sind. Und so vollzieht er die Begegnung, für die er sich Zeit nimmt und für die er einen neuen Raum geschaffen hat. Ralf beschäftigt sich beruflich mit der Seele von Kindern, das haben wir eben gesehen und gehört, mit deren innerer Bewegung, denen er begegnen kann. Sein therapeutisches Wirken hat er verbunden mit seinem künstlerischen Schaffen nach ersten Erfahrungen und Ausstellungen in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württemberg. In Hessen hat er ein intensives nebenberufliches Studium, jetzt kommt das Richtige, zur intermedialen Kunsttherapie, Malerei, Skulptur, Fotografie, Film an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn abgeschlossen. Bis zum Bachelor of Arts in Kunsttherapie und Sozialkunst. Ralf traut sich in neue Räume für Kunst und für Pädagogik, wie beispielsweise in der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Kusel. Und er traut sich, wie wir jetzt hier erleben, in den ländlichen Raum. Das war ihm bei der Auswahl dieser Räume sehr wichtig, so hat er mir berichtet. Er ist hier geboren und seine künstlerischen Arbeiten sind hier, nur einen Steinwurf weg, entstanden. Hier, ganz bewusst, auf dem Land, will er seine Arbeit Raum geben. Zum Schluss will ich deshalb noch wenige Gedanken zum Thema Raum anfügen. An der Stelle, ich glaube, du hast gesagt, der Ortsbürgermeister wäre da. Wenn er da ist, dann begrüße ich den jetzt. Die Überregionalen, wo ich gesagt habe, kommen die auch, habe ich jetzt keinen gesehen. Also, falls ich jemanden nicht erkannt habe, bitte ich auch dafür um Entschuldigung. Ursprünglich wurde der ländliche Raum von urbanen, städtischen Räumen dadurch abgegrenzt, dass man gesagt hat, er hat überall dieselben Eigenheiten. Überall landwirtschaftlich geprägt, weniger Technik, Handwerk mit geringerer Produktivität, geringere kulturelle Angebote, weniger Fortschritt, also immer weniger als in der Stadt, das war das Land. Im Moment wird unsere Gesellschaft immer mehr als gespalten bezeichnet. Spaltungen in Reich und Arm, gebildet und bildungsfern, Nord und Süd, Ost und West und eben Stadt und Land. So empfinden sich viele in städtischen Räumen als kreativer und als vielfältiger. Dagegen kann man aber die Ergebnisse des Thünen-Instituts, das ist Deutschlands wichtigstes Forschungsinstitut zum ländlichen Raum, stellen.
Den ländlichen Raum als einheitlichen Raum in dem eben beschriebenen Maß gibt es nicht mehr. Sondern es gibt eine Vielfalt an unterschiedlich geprägten und gestalteten ländlichen Räumen. Und diese Vielfalt, Ralf, die ergänzt du jetzt auch mit deiner Aktivität hier. Diese Räume haben nicht mehr gemeinsam, dass sie von landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit geprägt sind, dass die Menschen weniger Zugang zu Einkommen oder Bildung haben. Das war gestern. Geblieben ist aber, dass in den ländlichen Räumen die Beziehungen von Menschen zueinander enger, die persönlichen Kontakte im Nahbereich intensiver sind und geblieben ist die Form von Vielfalt, in der jeder Ort, sogar jeder Ortsteil, eine eigene Tradition, eigene Besonderheiten und wenn man mehrere Orte zusammennimmt, sogar eine eigene Sprache haben. Ralf Strauss hat mit seinem Kunstraum hier auf dem Land uns alle eingeladen, an dieser Vielfalt das Neue, was hinzugekommen ist, uns anzusehen. Er zeigt hier einen Querschnitt seiner Arbeiten, die auch die Vielfalt unterschiedlicher Techniken und Medien beinhalten, mit denen und durch die er eine kreative Aussage findet. Pastell- und Kohlezeichnungen, Aquarell- und Kugelschreiber, mehrheitlich aber Acryl auf Leinwand und digital verarbeitete Fotografien als Druck auf Papier, auf Echtglas, Acrylglas und Gallerybond. Themen für die bisherigen Bildreihen waren heimische Wildtiere, unheimische auch, vor allem in der Corona-Zeit, Pfälzer Wandermusikanten, Mannheim bei Nacht. Damit ich nichts vergesse, muss ich warten, bis ich den Zettel habe. Sekunde. Emotion, Männer, Frauen divers und aktuell Experiment, Collage, gut beisammen, Ausstellung in Kaiserslautern im Westpfalz-Klinikum. Lieber Ralf, du gehst bewusst an deinen Ursprungsort zurück, verbindest Stadt und Land mit deinen kommenden Projekten. So planst du, das hast du mir gesagt und auch aufgeschrieben, dankenswerterweise, eine gemeinsame Ausstellung mit zwei Bekannten, nämlich einmal Frédéric Cartier aus Toul, Thomas Kessler, gebürtiger Plan-Münchweilerer und wohnhaft in der Schweiz und weitere Projekte in diesem Jahr, wie die Teilnahme an der Lichtmeile und eine Woche später am Nachtwandel in Mannheim. Zukunftsprojekte sind die Ausstellung Godzilla King Kong und Co. im Kreis Kusel und eine Ausstellung in Altenplan zum Thema alte Züge und Bahnhof. Ja, damit komme ich zum Ende. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, das habe ich dem Ralf auch gesagt, er hat viele Bilder von Tieren in seinen Räumen, aber überall in jedem Raum war immer nur ein Strauß, nämlich der Ralf Strauß. Und damit sich das ändern kann, haben wir Kosten und Mühe nicht gescheut und haben einen Playmobil-Strauß mitgebracht. Und den schenke ich dir zur deiner Einweihung und bedanke mich nochmals ganz herzlich dafür, dass du mich hier hast sprechen lassen. Vielen Dank. Mein erstes Lied wird sein Make You Feel My Love von Adele und danach Easy On Me von Adele. Wie ihr merkt, bin ich ein ziemlich großer Adele-Fan. Weil ich auch hier wieder alleine bin, musste ich mir leider wieder eine Begleitung mit einspielen. Genau, viel Spaß. Make you feel my love.
Schön. Wir haben noch ganz viel zu essen und viel zu trinken können, viele Bilder vielleicht noch anzuschauen. Also einfach startet noch mal im Rundgang oder versorgt euch zuerst mit Getränken. Aber ich glaube, wir müssen zuerst noch ein paar Wassergläser einsammeln, damit wir die noch mal spülen können. Wie gesagt, gerne noch mal gucken gehen, was trinken, was essen. Vielen Dank.